Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute, ich drehe mal das Display weg, falls hier irgendwelche News ankommen. Heute sprechen wir über die besten Jordans unter 200 Euro. Direkt als Disclaimer, falls ein Schuh davon 202 Euro kostet. Henning hat aber gesagt, der Schuh kostet 200 Euro, ich drehe jetzt hier komplett durch. Ich drehe jetzt hier komplett durch. Wir sprechen über eine US9. Der Research hat stattgefunden, also US9. Also wir haben jetzt keine Schuhe genommen, die US9 200 kosten und in US7 5000. Also wir haben schon gehört, dass es einigermaßen in dem Rahmen auch wirklich ist. Der Research hat stattgefunden auf StockX, auf Kleckt, auf Plugi, auf eBay und auf Vinted. Wir haben für jeden Schuh diese Size recherchiert. Das heißt, Stand jetzt, wir haben heute den 20. Oktober, hat ein bisschen Absturz lang gedauert, bis ich das Datum gefunden habe, 20. Oktober 2022. Das ist nur das kleine Disclaimer. Wir fangen direkt an mit einem Schuh auf No Werbung. Irgendwann werde ich auf offener Straße dafür erschlagen, dass ich immer diese scheiß Werbung mache für die App. Aber diesen Schuh gab es sogar für Retail. Gab es den gestern oder vorgestern? Auf jeden Fall gab es den bei Beasten in einem fast Full-Size-Run. Der Resell ist auch gar nicht so hoch. Also der 20, 30 Euro über Retail ungefähr liegt der. Für 150 kann man den schon schießen. Ich dem gerade einfällt, dass ich den Namen noch gar nicht gesagt habe. Und zwar der Jordan 1 Low Retro OG Black Dark Powder Blue. Oder wie in jeder normale Mensch nennt, UNC. Ich weiß nicht, warum ich das so aufgeschrieben habe hier. Der Schuh ist halt übelst easy zu kombinieren. Ein nices Blau, was ja bei vielen noch sehr hoch im Kurs steht. Für mich persönlich wäre es jetzt nichts, dieses Babyblau, aber sieht immer noch krass aus so. Wäre nur halt für mich nichts. Es ist halt ein klassisches Black Toe Color Blocking, was halt immer noch sehr, sehr gut ankommt. Und die Jordan 1 Low OG Silhouette, finde ich, hat nochmal so ein bisschen was im Vergleich zu normalen Jordan 1 Lows. Sieht sehr, sehr gut am Fuß aus. Anton und Nunzio haben den als mal an. Ich glaube, Nunzio hat den als Gymschuh oder so, auf sehr arrogant. Aber nee, ist einfach ein sehr guter Colorway. Wundert mich persönlich, dass der so High-Stock rausgehauen wurde, weil das auch ein Kandidat wäre für ein bisschen so ikonemäßig High-Resell-Schuh. Aber gut, so ist es. Kommen wir als nächstes zu einem Schuh, den ihr wahrscheinlich alle kennt, der noch komplett Full-Size und aktuell in der Nike Sneakers App ist, was mich noch mehr wundert als gerade den Jordan Low. Aber wir sprechen jetzt über den Jordan 1 High Starfish. Es ist halt dieses, sag ich mal, Syracuse-farbige Starfish-Upper, was vielen zu auffällig ist. Ich persönlich finde es eigentlich ganz cool. Was ich gar nicht feiere, ist, wenn jemand mit einem knallorangen Hoodie kommt, einer schwarzen Hose und dann diesen knallorangen Schuhen. Das finde ich immer, sieht sehr cringe aus, aber einfach so ein ganz basic Outfit und dann so als Blickfang halt die Schuhe, finde ich, kommt sehr gut. Retail 180 ist, wie gesagt, übelst easy cop. Der war sogar letztens Kick Sale, müsste das gewesen sein, No Placement oder Soulbox Sale. Wir hatten den auf jeden Fall letztens für 144 Euro oder so in der App. Also der geht sogar aktuell schon unter Retail. Scheint mir die Nachfrage nicht so hoch zu sein, aber finde ich auch ein bisschen zu Unrecht, weil es halt ein cleanes Chicago Color Blocking ist, nur halt mit einem Starfish Syracuse Colorway mit weißen Laces. Könnte schon sehr wild kommen. Als nächstes haben wir mal einen 3er Jordan mit drin. Der Schuh geht auch ungefähr so für, ja, ähnlich wie der Starfish, 5 bis 10 Euro mehr, 190 Euro bekommt ihr den. Der 3er Dark Iris, wie man das ausspricht, ist halt ein Retro mit einem Elephant Print. Der Schuh ist relativ schlicht, aber ich sehe, natürlich, was in der App gewotet wird, dass da angeklickt wird, dass der 3er Jordan immer mehr kommt. Deswegen habe ich gedacht, wir nehmen auf jeden Fall hier mal einen Colorway mit rein, den man auch, wie sage ich das am besten, den man auch mal ganz okay tragen kann, weil viele Colorways, finde ich, sehen immer noch zu Absturz aus. Der hier ist relativ schlicht, 3er Silhouette sowieso okay. Also ich bin der Meinung, dass die nie so richtig in den Hype kommen werden, wie jetzt zum Beispiel ein 4er zum Beispiel mal war, oder ein 2er wird da auch nie so groß rankommen. Aber für die Leute, die nach 3 Jordans immer suchen, könnt ihr euch den sehr gerne mal anschauen. Als nächstes haben wir wieder einen 1er High Jordan. Gleiches Thema wie der Starfish. Wir haben hier den Stealth Colorway. Der Schuh ist Full Size Run. Ich weiß nicht, ob bei Nike Sneakers direkt oder vielleicht ist er damals auf der Website gedroppt. Auf jeden Fall in den gängigen Shops kriegt ihr den noch übelst easy. Schaut einfach mal so bei Footlocker, JD Sports oder halt in der Heat Movement App, wo ich alle Informationen aus über 150 Shops perfekt zusammengetragen werden. Optimal. Was soll man groß zu dem Schuh sagen? Der Schuh ist, finde ich persönlich, ein bisschen, also ich finde den Starfish deutlich besser. Kann aber auch verstehen, wenn man sich für den entscheidet, weil beim Starfish hat man halt immer so Kopfschmerzen. Ja, okay, wie ziehe ich den heute an? Das ist halt so ein Schuh, den ziehst du ein- oder zweimal im Monat an und den kannst du halt ein-, zweimal in der Woche easy anziehen. Ich meine, das ist halt ein weißer Jordan mit Grauanteil. Wenn du ein Outfit hast, wo der nicht drauf passt, dann hast du schon echt ein geistkrank spezielles Outfit. Viele kennen den Schuh schon, viele kennen ihn aber auch noch nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, komm, wir nehmen ihn mit rein. Und auf die Gefahr hin, dass ich jetzt totgehatet werde wegen Jordan Mids, aber haben wir noch einen Jordan Mid mit drin, und zwar der Light Smoke Grey. In der US 9 kriegt ihr den für 170. Das Color Blocking finde ich persönlich besser als, also das Color Blocking ist das gleiche wie beim Starfish, aber ich finde den Colorway besser als beim Starfish. Und natürlich sieht er auch besser aus als der Stealth, also die Farbverteilung ist viel besser. Den Schuh würde ich echt mal gerne mit weißen Laces sehen. Ich glaube, dass der sehr, sehr fresh kommen
könnte. Ich weiß, viele von euch finden die Jordan Mids jetzt nicht unbedingt so geistkrank ansprechend, aber es ist aktuell eh die kältere Jahreszeit. Man hat ja kaum noch überhaupt mal kurze Hosen an oder überhaupt irgendwelche Hosen, die selbst im Sitzen so hochrutschen, dass man das noch sieht, dass es ein Mid ist. Also wenn ihr eine sehr lange Hose habt, eine sehr weite Hose, Butter bei die Fische, also wenn ihr die da auf den Schuh stackt, dann wird niemand, der jetzt nicht gerade der übelste Sneaker-Scientist ist und der nicht der weiter als 5 Meter weg von euch steht, wird euch sagen können, das ist ein Mid. Sondern er muss dann erstmal überlegen, es gibt den und den Colorway, dann muss er die Colorways alle kennen und dann muss er nach Ausschlussverfahren, kann der euch vielleicht sagen, das ist kein Low, das ist kein Mid, das ist kein High, das ist ein Mid. Ich finde, da machen sich auch viele Leute immer viel zu viel Gedanken. Braucht einfach das, was er feiert. Also, wie gesagt, ich finde den Schuh auf jeden Fall schön, kann aber auch verstehen, warum man sich eher für einen Jordan High entscheidet. Ich hoffe, in dieser ganzen Auswahl war überhaupt was für euch dabei. Wie gesagt, Stand jetzt gibt es die alle für unter 200 Euro. Schaut super gerne rein. Wir verlinken es euch auch mal unten. Muss man mit Nutzer sprechen, wie wir das am besten machen, falls jetzt so ein eBay-Angebot oder so abläuft. Auch die Schuhe sind da gefaked, deswegen sind die so günstig. Abonniert gerne den Channel auf jeden Fall. Like gerne das Video. Schreibt in die Kommentare, welche krassen Schuhe es noch unter 200 Euro gibt, beziehungsweise welches Format wir als nächstes machen sollen. Wir können ja auch mal uns Dunks unter 200 Euro können wir easy machen. Früher ging das nicht, vor so ein, zwei Jahren. Da hießen die Videos immer Dunks unter 400 Euro. Mittlerweile sind es auch Dunks unter 100 Euro. Nee, Spaß. Aber schreibt sehr gerne mal rein und dann richten wir uns danach, weil ja sonst alle anderen Videos keine Klicks kriegen, wenn wir nicht direkt das machen, was ihr alle wollt. Ja, Dankeschön.